Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video nochmal kurz Bitfelder an, die wir ja schon beim Value Object auf T gesehen haben und jetzt nochmal kurz ins Gedächtnis rufen wollen, damit wir nochmal sehen, wie wir das selbst umsetzen können. Wir sehen hier die Enumeration Binding Flags und die hat eben ein paar Werte mehr als unsere Enums, die wir hier eben selbst gebaut haben, aber wir haben hier eben auch die Besonderheit bei Value Object, dass ich diesen Wert, der für eben diesen Wert, der für dieses Binding Flag eingesetzt werden kann, den kann ich aus zwei Konstanten der Enumeration kombinieren, indem ich eben hier den Pipe-Operator, also dieses bitweise oder einsetze. Dann möchte ich nochmal kurz daran erinnern, wie das Ganze funktioniert. Das funktioniert, sobald wir hier oben das Flags-Attribut auf eben diese Enum gesetzt haben. Also diese anderen beiden Attribute, die interessieren uns jetzt erstmal nicht. Allerdings, wenn Flags gesetzt ist, dann können wir eben sagen, dass wir hier verschiedene Werte haben. Und wir sehen auch, dass diese Werte eben Zweierpotenzen sind. Das heißt 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 256. Und diese Werte setzen eben genau immer eine 1 in einen bestimmten Integerraum. Entschuldigung, an eine Integer-Bitstelle sozusagen. Und dadurch, dass wir diese dann eben hier kombinieren, sind letztendlich nicht bloß eine 1 in diesem 32-Bit-Integer gesetzt, sondern auch eine weitere 1, nämlich die für Instance. Das heißt, wir hätten, wenn wir nochmal zurückschauen, Instance steht an Stelle Numero, das ist eben die Nullte, oder das soll eben 0 ausdrücken. Und hier haben wir eben 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3. Das heißt, mit unserer Zählweise, mit unserer menschlichen Zählweise eben an Stelle 4 würde eben die 1 gesetzt werden in diesem 32-Bit-Feld. Und eben an, was hatten wir noch, Non-Public, das wäre eben 5, 6, also an der siebten Stelle, wenn wir dieses Bitfeld betrachten. Und genau das könnte man natürlich auch mit seinen eigenen Enumerationswerten machen. Also was ich dazu machen muss, ist natürlich, dass ich hier Flags drüber schreibe. Und wenn ich das gemacht habe, dann muss ich eben auch, wenn ich meine konstanten Werte selber setze, dann könnte ich sie jetzt nicht so lassen. Dann könnte ich es ja schlecht miteinander kombinieren, denn beim bitweise oder würde ja dann eventuell ein falscher Wert gesetzt. Also dabei muss man eben wie bei Bitfeldern in C auch darauf achten, dass ein konstanter Wert jeweils nur einer 1 in dem 32-Bit-Feld eben entspricht. Das heißt, wir müssten hier beispielsweise sagen, das wäre die 16, das wäre eben die 8, das wäre die 4 und das wäre die 2. Dann würde das Ganze wieder funktionieren. Am sinnvollsten ist aber in dem Fall, wenn man Flags setzt, eben, dass man das komplett den Compiler erledigen lässt, sodass er dafür zuständig ist, sobald Flags gesetzt wird, dass die Konstanten die richtigen Werte bekommen, sodass ich eben, wie hier beim ValueObject zu sehen, die einzelnen Konstanten der Enumeration mit dem Pipe-Operator verbinden kann. Und das war es eigentlich auch schon, was man dazu wissen muss. Wer also Bitfelder erstellen möchte, der muss das nicht umständlich selber machen, sondern kann sich beispielsweise eine Enum erstellen und setzt darüber einfach das Flags-Attribut. Und das ist eigentlich auch schon alles, was man in dieser Hinsicht beachten muss. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald.